Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück bei unserer FM 2017 Kurvenmeisterschaft mit dem Philipp und dem Schwenk und dem Simi und dem Tobi und dem Justin. Und deine Hallo. Wenigkeit. Und mir. John King for President. Alter, verdammt. Also ich muss ja wirklich zugeben, die eine Woche Pause, die hat mir sehr gut. Ja, ich bin jetzt wieder vollkommen energetisiert, dabei ohne Lenkrad, also ha. Ja, Kanada habt ihr ja gut kommentiert. Ja, Leon, wo ist der Bus? Der Bus? Holt Ferrari Bus? Punkte, das ist die wichtigste Frage heute. Philipp, auch was da. Was gehen wir denn hier? Nein, Reifen kann ausgewogen, war? Nee, also nochmal zur Info. Also vor 2 Wochen in Kanada bei uns, oder bei mir besser gesagt nur, war ja quasi alles so von außen und wir haben uns ja mit einem anderen zugeguckt und kommentiert und sowas. Das wird es heute nochmal geben. Und in ein paar Tagen, besser gesagt für mich am 3.5. soll ein Paket bei mir ankommen von Logitech, wo endlich ein neues Lenkrad mit dabei ist. Ein neues? Juhu! Ja. A new one! Aha. Denn die Kollegen, die sind echt super drauf, muss ich mal ganz kurz sagen. Erst beschwert er sich die ganze Zeit. Hallo. Das Einzige, wo ich mich beschwert habe, ist, dass die 3 Tage oder sowas immer zum Antworten brauchen. Was echt ein bisschen, ja. Mein Spiel ist abgestürzt. Was echt ein bisschen. Nee, oder? Ich bin doch eh nicht dabei, ist doch scheißegal. Ich kann jetzt einfach ein bisschen erzählen. Ja, so, das heißt, ohne dich war alles so schön. Das heißt, wir dürfen nach dem Colli schön nochmal rausgehen. Ja, genau, hab ich mir auch gerade gedacht. Warum fahren die alle raus? Er fährt doch eh nicht. Ja, aber trotzdem ist die Lobby verbuggt. Ja, trotzdem. Wenn er wieder reinkommt, ist verbuggt. Ja, weil die KI-Autos auch früher starten. Stimmt, deswegen. Die KI, ja. Ja. Moin? Nee. Also davon abgesehen, dass sie halt immer relativ lang zum Antworten brauchen und so ein Kram, ist ein bisschen nervig. Total liebe Leute bei dem Support. Und tatsächlich ist jetzt so, da ja G27 nicht mehr produziert wird, seit einiger Zeit, haben sie irgendwann auch mal kapiert, bekomme ich doch tatsächlich ein G920 von denen zugeschickt. Hättest du nur was sagen müssen, ich hätte dir mein altes Gang gegeben. Ja, passt schon. Ah, ich glaube, ich mache den Simmi, ich kaufe das T300er mit Formel 1 Aufsatz. So. Geil, das ist saugeil. Wollte ich mir so einen Summer zulegen. Hast du doch den normalen Lenkrad? Normalen Lenkrad hast du natürlich auch, nein, oder? Bitte nicht. Also ja, also den PS4 halt, PS4-Version. Ist aber irgendwo verstaut. Es ist schon wieder abgestürzt. Oh und, Gott. Ich würde mal sagen, Leo kommt gar nicht mehr rein. Ich glaube auch nicht. Wie wär's, wenn du einfach... Noch mal. Wie wär's, wenn du einfach dein komplettes Spiel neu installierst? Alter, das habe ich doch schon mal gemacht, dann hat es einmal funktioniert und beim nächsten Mal wieder nicht. Ja, weil der Mod schon wieder reingepackt hast. Lass die Mods draußen. Ja, jetzt kommt mal runter, Kinder, ja. Papi kontrolliert jetzt auch Daten. Ja, weil du es vorhin schon gemacht hast, dann wird es jetzt schon wieder nicht gehen. Ja, ich habe ja dann die Automods wieder rein, die lasse ich jetzt halt draußen. Will ich schon irgendeine Lösung bis nächste Woche finden, da werde ich vielleicht mal Tag Zeit finden. Aber du weißt, heute ist ein Tag, ne? Zwei gedenkst du auch noch bekommen. Keine. Guten Morgen, Sie. Wie bitte? Dein Aufnahmeprogramm, geht das eigentlich oder spaß das auf neuen Rechner? Es geht wieder. Das ist OBS Studio und es lag einfach daran am Antivirus-Programm. Deswegen hat es alles nicht funktioniert. Guck mal, da war Walter wie Butters. Ja, erinnern Sie. Oh, gelb? Ah ne, okay. Ich wollte schon sagen. Doch, gelb. Wer immer da auch ist im gelben Sektor, der kann mich gleich mal vorbeilassen. Kannst du jetzt eine tolle scheiß Curb außen, ja. Zu viel Gas gegeben. Ich versuche jetzt ja wirklich bis zum Ende, zum neuen Spiel, ohne alles zu fahren. Ist die Frage heute, kommt Ferrari heute wieder nicht am Punkt, oder? Gibt's eine Sensation? So die Resultate noch mal letzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach Scheiße. Perfekt. Podium. Demi-Sieg. Du wirst es sehen, wenn das Video draußen ist. Du klatschst einfach deine Hand vor den Kopf, Freunde. Das mache ich in jedem Video, Justin, keine Sorge. Moin. warte mal, ich scroll mal eben in unsere Gruppe hoch. So, hier sind wir. Also, das ist leider nur die WM. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla. Philipp, du bist 17. geworden. Ja, natürlich.
Oh, also? Bei der KI, bei dem Restart. Also? Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Mal Safety Car, ey. 2. Oh. Oho. Wo sind die anderen so gelandet? 1, 2. Uns geschehen, ausgeschieden. Das war's. Oh. Sie mir auf der 1, ich auf der 2 mit 0,4 Sekunden Rückstand. Wow. Ach ja, da war Adapter, glaube ich, auch ein Video mit reingeschickt, kann das sein? Ich habe das Video in die Gruppe reingeschickt. Grüße gehen raus an Nico Hülkenberg, der gerade meine Runde versaut hat. Ich habe meine Runde selber versaut. Ah, na komm schon, mach einen Meter schneller bitte, danke. Ach, ah, da müssen wir erstmal. Wäre bestimmt auf Mager gefahren. Das könnte man jetzt Witziges machen. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Boah, so, das war doch gar nicht mal so schlecht erstmal. Wo bist du? 1/10. Ne, ich bin Dritter. 1/10 hinter dem Ersten. Das ging. Was macht der Verstappen auf der 1? Mann, diese Kurve ist so hässlich, Alter. Das ist so schon Rolle. Und ich sag mal so, in meiner Runde bin ich noch nicht sauber gefahren. Da kann ich locker noch mal 1, 2 Zehntel rausholen. Am Ende gibt es dann wieder eine Grid-Strafe. Boah, nee, ich pass jetzt diesmal auf. Wirklich, Leon, es gab wieder eine Grid-Strafe gegen mich, ne? Der Ricciardo, der will mir Platz machen, ne? Erst, ne? Und dann will ich gerade an ihm vorbeiziehen auf meiner schnellen Runde. Der Ricciardo zieht einfach rüber. Ich fahre ihm voll hinten ins Offset drauf, ne? Und ja. Ach, woran erinnert mich das? Ich möchte Platz machen? Ach, doch nicht. Danke, Leon. Was war dann, da? Kannst du es mal näher erinnern? Ja, da ich dann schon nur. Ich hab dann auch noch Philipp abgeschossen in der Safety-Car-Phase. Der Justice ist halt schon so ein Rambo. Ich seh schon kommen, Leute. Maldonado. Leute, Kurve 1. Crash incoming. Aber nicht nur hier. In England sehe ich das viel schlimmer. Die Kurve geht ja schnell. Da bremst er gar nicht. Wir machen ja nur ein Qualifying, ey. So. Und dann wollen wir mal die Supersofts mal zur Seite legen. Eigentlich sollte die verbleibende Zeit auch immer weniger werden. Jetzt geht's von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich finde diesen Unterschied zwischen Traktionskontrolle Mittel und auf Aus so groß, das ist unglaublich. Der ist enorm. Auf Mittel kann ich Vollgas geben, oben an der Spitzkehre auf. Wenn ich auf Aus Vollgas gebe, und das Auto direkt weg. Mhm. Das war ein bisschen extrem. Das war am Anfang des Spiels war das ein bisschen härter. Da war Mitte doch auch noch schwer zu fahren. So. Ich versuch's trotzdem. Erstmal. Weiterhin ohne. Oh nein. Oh nee. Oh nö. Ist das Spiel abgestürzt, bevor er joinen kann? Nein. Ja, bestimmt. Das ist nicht das Problem. Die Language-Datei ist das Problem. Stimmt, das ist ja mal. Das ist ja ein kleines Problem. Localization, Language, Englisch. Ach, das ist noch diese uralte Version davon. Oh, das ist jetzt schlecht. Hä, bist du jetzt drin oder bist du nicht drin? Bei mir ist er drin. Bei mir auch. Ja. Warte mal, 3.10.2016. Der Rosso macht da bitte Platz. So, jetzt hört ich definitiv noch. So, jetzt hörst du mich auch mal wieder. Ja, ich bin Mager gefahren, Philipp. Das hörst du auf Mager. Ja, ich hab mich noch nicht ganz eingefahren. Ich hab da vorhin nur bei reingeübt. Hab ein bisschen was ohne Pfeife ausprobiert. Ich muss mir jetzt mit den Lengo-Stadtteil wieder runterladen. Hey. Runterladen? Ja, aus irgendeiner Mail, die ich euch mal geschickt habe. Stimmt, die Mail. E-Mail! Wie man sieht, Leon ist wieder richtig vorbereitet. Ja, natürlich. So, da müsste die eigentlich mit drin sein. Jo. Ein Ferrari vor mir. Aber es kann auch einer sein. Wieso ist da gelb? Warum nicht? Und. Über damit.
ersetzen. Und fertig. Und auf geht's. Eieieiei. Tragisch. Nein, ich hab zu viel Benzin mitgenommen. Ich fahr nicht los. Sind wir vorne in der schönen Runde? Ich fahr links vorbei. Oh, dann schauen wir auch wieder so ewig zum Laden. Eieiei. Boah, sag mir, ist bei euch eigentlich auch so ewig warm? Ja. Schon, ne? Aktuell ja. Find's Wahnsinn, ey. Schön wär's. Weg hier schon wieder. Ja, wir hatten jetzt die letzte... 8 Grad. Letzte Woche eigentlich, oder die letzten 2 Wochen immer Regen hier und Schnee zum Teil auch nochmal. Freitag Schnee, gestern ja. Sonnenschein, 18 Grad, das ist das verrückte Welt. So. Philipp, wärst du danach noch schneller jetzt eigentlich? Nö. Okay. Ich bin gerade auf meiner Inlap. Die Runde war doch schon mal okay. 9. 1.98. Aber Justin fährt gerade schnell. Bist du gefahren, Philipp? 1.90. 1.90. Also diese, welche Kurve findest du am schlimmsten, Philipp? Die Spitzkehre? Ich finde eigentlich der Ausgang oben, Kurve 2. Ja, Spitzkehre, ja. Jungs, ich habe mal kurz die Vorfälle gecheckt. Lewis Hamilton, Penalty. Jawohl. Kollision mit Maldonado verursacht. Aber ist leider der falsche. Ja, Maldonado ist bei mir, ich habe eine andere Längenverteilung drin. Bei mir sind jetzt, nicht die K-Modelle ersetzt, wie bei Renault. Weil bei mir war ja für Renault das Mercedes K-Modell drin. Deswegen, Philipp, könntest du auch denn die Skins von dem Force India? Ja, ihr Fixer! Force India von dem. Von den Renault und von den Sauber reinmachen mit dem neuen Mod. Okay. Muss ich dir mal schicken. Das ist der. Ja, das ist ja so schön gefeiert gerade. Das ist Justin, der ist eine 186 gefahren. Ach, mit dem Ferrari. Wird doch mal bitter nötig. Da kann ich zumindest keinen Crasher fahren. Nein. Boah, das pass auf, Frühstart, Durchfahrtsstrafe, Rennen ist versaut. Du weißt, Swiggy ist aktuell auf 3, also das kann schon eine Kollision geben mit Kurve 1. Ja, wahrscheinlich eh durch den Asynchronstart. Schießt euch einfach ab. Na, wir machen Lobby neu dann. Wir gehen nachher ins Startgrid und dann drücken wir alle auf Spiel verlassen. Oder okay. Drückt im Hauptmenü. Warum kann man nicht weniger als 5 Kilo mitnehmen, ey? Steuerung anpassen. Oh, geil. Xbox. Ja, warte, bis das Rennen ab. Ich seh's schon kommen. Unterschied, ob man auf eine Runde schnell ist oder eine Rennpace hat. Jetzt einfach nur noch sicher in die Box und keine Gridstrafe mehr kriegen. Swag ist vor allen Dingen auf Supersoft die Zeit gefahren. Ist doch noch nie meine Stärke. Ach komm. Huch. Ja, oh. Bottas, schieß den sauber ab, komm, schieß euch ab, komm. Ja, Alter. Schön. Alter. Oh, Max Verstappen wird auch von sauber abgeschossen. Ja, ich seh's auch. Oh, Glück gehabt. Keine Kollision. Dann dahinter kommt der Leon. Mal schauen, wenn der mal ein bisschen zu. Ja, ich probier mal mein Glück. Ich glaube, das war schon dein Glück, die Kurve. Ja, ich brauche eigentlich nur mein Runterschalten, aber das kriegst du echt am Controller nicht gescheit hin. Boah, Alter, ist ja langsam. Schnell. Und mit Automatik brauchst du nicht versuchen. Ne, Automatik ist echt. Der Hamilton steht ja bald, ey. Irgendwann gewöhnt man sich dran, halt. Das ist immer eine längere Zeit mit. Oh, ich hab fast 2 Zehntel Vorsprung vor dem zweiten. Das muss doch reichen, Jungs. Lasst mir den Punkt. Ja, aber ich glaub, Swaggy wird. Auf was bist du gefahren? Auf welchem Platz? Platz 4, 1. 13. Das holt ja mit den Super 189. Ultras raus. 189, ja, das holt er raus mit den Ultras. Philipp, bist du in der Box? Wer meint, dass ich hier so Ultras fahre? Huch! Kannst du mal sagen, was du der Platz 6 gefahren ist? Jetzt bin ich 9-0. Ja. Und fahr 7? Du Sack auch, Herr Gott, 7 ist Hamilton. Bench 9-3. 1-9-3, die könnte ich kriegen. Ich hasse KI, soll ich das nur sagen?
Oder ist der langsam? Wo ist der gute Leon? Da. Inzwischen wieder auf der Strecke. Das Gelb? Oh, ich bin zum Glück vor der KI. Ich würde ganz gerne eigentlich so eine schnelle Runde mal hinbekommen, dass ich weiß, wie ich hier fahren würde. Swaggy, fährst du nicht mehr? Nö. 4 Minuten kriegt man. Warum sollte er? Weil er das Rennen, weil er vor der Pole Position das Rennen besser kontrollieren kann. Fahre ich schon eher lieber die 1-Stop. Die hat auch so die Pace. Das würde ich nicht riskieren. Von 1-Stop. 1.16.4. Ich glaube, da sehen wir auch so einen ähnlichen Plan, oder? Ricciardo ist schneller als ich. Oder fährst du mit Ultra? Brauchst du die Zeit dafür? Ich gehe. Der Ricciardo ist gerade schneller als ich. Das sieht nicht gut aus. Na komm, Kinder, mach mal ein bisschen hin. Leon will noch eine Runde fahren. Eine Übungsrunde. Wo ist denn der? Kommt der jetzt hinter da vor mir raus? Ja, hopp, hopp, hopp. Zell ab. Obwohl? Nee, der ist gar nicht so viel schneller. Zack, zack. Und auf geht's. Da ist er gleich schnell wie ich. Oh oh. Wenn er jetzt den dritten Sektor gut fährt, dann ist er vor mir. Den bin ich. Wie meinst du, Hamilton? Nee, Ricciardo. Jetzt aber entscheidet sich. Hamilton ist auch gerade gut unterwegs. Ja, dann eh Gridstrafe. Und zweiter. Oh. So, auf ein neues. Glück gehabt. Hamilton hat, oh nein, Hamilton hat sich noch vor mich geschoben. Der hat doch eh eine Gridstrafe. Ah, stimmt. Ja, ist gut. Gut so. Ich sag's nur dreimal. Da ist der Simi. Den gucken wir jetzt auch mal zu. Oh. Nein, ich hab nicht ganz. Oh, nicht Vollgas geben. It was close, man. Ja, ich konnte nicht von der Reihe. Scheiß drauf. Checkst du echt nicht, wie ich mal gut mit Controller fahren konnte? Das ist so komisch für mich. Ich konnte noch nie gut mit Controller fahren, Punkt. Ich hab's noch nie mit dem Lenkrad groß probiert. Ja, die Umstellung am Anfang ist schon krass, aber es ist dann einfach so viel besser. Doch, so viel, let's go, Simi. Aber das war jetzt wichtig, dass du da vor dem rausgekommen bist. Der Sektor ist schon mal gut. Warum fährt die KI jetzt noch alle raus? Alter, das ist nicht euer. Wow. Alter. Ihr ganzen Schweine, verpisst euch. Die gleiche euch. Kurve wieder, Leone, ey. Schnell. Mann, das regt doch Leone, auf. Leone, schnell. Verpiss dich. Ganz ruhig, Leon. Nee, er muss es rauslassen. Er muss den Fuß rauslassen. Ja. Komm, überholt mich noch einer. Dann sein größter Frust greifen. Hätte ich jetzt ein Lenkrad hier parat, sonst wäre immer noch meine erste schnelle Runde. So, ihr da vorne, ihr gebt jetzt mal Gas, bitte nicht so eine Kacke wie letzte Runde. Anstatt ein bisschen abzuwarten, einen Abstand zu halten oder so? Oh, nicht wundern, ich gebe jetzt schon mal auf, ihr in der Box. Ich will nur zugucken. Der Bottas, der Ghosted, was ist denn da los? Der hat kein Fuel mehr. Komm, macht hin. Hä? Hätte sich nicht gelohnt. Okay. Ich hab mich jetzt schon 100 Höhe, sie kommt ab. Wie viel warst du denn schneller? War mal 500. Oh, okay. Super. Du, der Bottas wird jetzt auch keine. Der Philipp ist auch nochmal schnell. Oh, okay. 2,5 Sekunden, das geht ja sogar noch. Besser als in Kanada, da waren es 3 Sekunden. Das wäre ja der Wahnsinn, wenn ich jetzt meine erste Pole hier feiern kann. Weißt du, was der Wahnsinn gewesen wäre, wenn ich dir jetzt die weggenommen hätte? So aus dem Nix. Was, bist du gefahren? Ja, seid ihr aber nicht so sicher. 1,11. Macht euch ein Kreuz im Kalender, heute ist mein Tag. Wenn ich und Philipp jetzt noch... Hat er das nicht schon Wetten werden gesagt. Angenommen. Ja, zweiter. Hat er Glück gehabt. Oh. Ich erinnere mich an 30.000. Das denn, ich erinnere mich an ähnliche Worte in Kanada. Ach, egal. Letzte Kurve. Ich sag ja, seid ihr da nicht so sicher?
Stoffel ist 13. Fährt noch wer? Kevin. Nein, du hast wohl. Hey, 1-0. Oh, oh Gott. Ja, Freude ist riesig. Aufs Kommentieren gleich, weil ich werde sicher nicht mitfahren. Das ist dann schon zu viel. Ja, Semi ist in der Box, dann musst du aufgehen. So. Also genau, ich bin schon mal raus, ich kann dann gleich Ich glaube, wir müssen trotzdem auf weiter drücken, oder? Sonst wird das nicht gespeichert. Wir müssen erst ins Grid rein. Ah, ja, fuck, okay. Luis, der Mitten startet vor mir. Puh, Gott, oh Gott. Ah. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, Simi startet von 8, oder? Genau. Ja, Hamilton von 9, ja. Simi von 8, Zwecki von 5. Du 8, auf der 1, mal schauen, 8, wie lange. 18. Oh, gefunden. Ansage. Auf geht's. Ja, bleibt da nicht lange, der Philipp ist auf 2. Jo, dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen, ne? Jo. Ja, richtig. Tschüss. Adios. Adios. Macht's gut. Ciao, ciao.